Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen ja die wunderschöne Alpenmap, das Projekt Neumünnibrunn oder eigentlich eher umgekehrt, die Neumünnibrunn-Map und das Projekt die Alpenmap. Jo, so rum eher. Schöne kleine Felder. Und was wir auch machen, das seht ihr jetzt hier. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen in die Forstwirtschaft einsteigen. Wir haben uns hier ein kleines Waldgebiet gekauft. Naja, so klein ist es gar nicht. Und werden jetzt hier mal mit bescheidenen Mitteln anfangen, Hackschnitzel herzustellen. Dafür haben wir uns diese Produktion dahingestellt, haben auch dieses Land gekauft. Und ihr seht auch hier, ich zeige es euch mal ganz kurz, den kleinen Waldrahmer noch geholt, haben die Fräse hinten dran. Und ich habe mal hier ein bisschen probiert, hier zu fräsen. Auf jeden Fall haben wir mal die großen Büsche und die großen Bäumchen hier alle weggemacht. Und den Rest, naja, ich weiß nicht, das werde ich eher, glaube ich, eher wegmalen, als dass ich das wirklich wegfräse. Denn mit dem Gerät ist es dann doch ein ganz schönes Gefrett. Sodele. Aber mit dem hier kommen wir soweit erstmal vorwärts. Das heißt, wir werden hier die Baumstämme alle schön hier hinlegen und dann geht das in die Produktion hier rein. Zack. Wir hören kurz, dass er arbeitet. Jo, dann schauen wir uns das mal an. So, Holz, 15.829 Liter und das Tolle ist ja hier, aus 10.000 Litern Holz wird 30.000 Liter Hackschnitzel. Und ich zeige es euch nochmal, was hier der Plan ist, denn wir werden die Hackschnitzel dann im Winter verkaufen, denn dann bekommen wir sage und schreibe fast 1.000 Euro für 1.000 Liter, also praktisch pro Liter 1 Euro. Und das heißt, die 30.000 würden dann die eine Wagenladung gut 30.000 Euro bringen. Jo, und das Schöne ist auch, man sieht es gleich hier, wenn wir das Ding mal anschmeißen, so 15.792, dass der relativ zügig hier das Material verarbeitet zu Hackschnitzel. Jo. Und Platz haben wir da auch jede Menge. So können wir also kräftig hier abholzen und Hackschnitzel produzieren und können dann im Winter jede Menge Material verkaufen. Also ich verspreche mir davon einiges. So, jetzt beenden wir aber mal kurz die Produktion und machen weiter, hier Bäume zu fällen. Ihr seht es auch, ich habe jetzt mittlerweile auch die Fläche hier ein bisschen bearbeitet, angemalt, denn wir wollen ja auch neue Bäumchen dann pflanzen. Deswegen werde ich jetzt mal in diese Richtung hier weiterarbeiten. Ich muss jetzt gerade mal kurz auf die Karte schauen. Na, wieder mal falsch. So. Und wir schauen mal auf die Karte. Jo, da sind wir. Dann würde ich nämlich mal den Bereich hier erstmal ein bisschen abholzen, dass da hier frei ist. Und dann könnten wir nämlich hier schon mal irgendwie auch neu anpflanzen. Denn ich weiß gar nicht, wie lange die Bäumchen brauchen. Das müsste man mal schauen oder ob man das irgendwo sehen kann. Da wäre ich aber, glaube ich, hier richtig. Müssen wir mal schauen. Paletten, Paletten. Ich glaube, hier gibt es dann das Zeug, oder? Setzlinge, Pappeln, Setzlinge für... Was sind das? Hier haben wir die Pappeln. Pappeln ist, glaube ich, nee, das hier sind die richtigen Bäumchen. 20 Stück sind da drin, ja, ja, natürlich, klar. Und kosten 1.000. Okay, gibt es da verschiedene? Nö, oder? Was sind das für Sets? Ach, interessant. Diese Palette, und da sind 240 Stück drin, für 7.000. So, das sind schon ein bisschen größere Setzlinge. 20 Stück für 1.000. Ja, und das ist natürlich deutlich mehr für 7.000, das Zehnfache. Aber ich habe den Verdacht, dass die länger brauchen werden zum Wachsen. Haben wir sonst noch irgendwo Setzlinge hier? Irgendwas mit Setzlingen, Setzlingen? Nee, ich glaube nicht. Oder weiter hinten vielleicht? Doch, hier haben wir nochmal Setzlinge. Aber da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Und Big Packs, okay. Okay, nee, das soll es dann gewesen sein. Okay, nein, also wie gesagt, wir brauchen dann die Setzlinge und dann müssen wir mal schauen, wie wir das dann hier alles wieder bepflanzen. Deswegen habe ich auf jeden Fall auch hier das Ganze jetzt hier mal, ja, mit Waldboden angemalt. Denn ist natürlich klar, wenn hier die Bäume liegen, wir haben dann ein bisschen ein Problem, hier die Baumstämme zu finden, wenn sie entastet sind. Und wir müssen ja auf jeden Fall dann auch hier diese Stumpen hier wegmachen mit der Stumpenfräse. Und dann werden wir auf jeden Fall schon mal anfangen, Bäume wieder zu pflanzen. Denn wie gesagt, die brauchen ja einige Zeit. Und dann schauen wir immer, dass immer wieder ein paar nachwachsen. Sodele. Ja, ja, und das ist dann gar nicht mal so einfach hier am Berg. Da müssen wir mal schauen, wie weit wir auch mit diesem Gerätchen dann hier auch vorwärts kommen mit unserem Waldra. Denn irgendwann früher oder später brauchen wir auf jeden Fall größeres Gerät. Natürlich wäre ein Vollernter
nicht verkehrt, weil dann könnten wir die Bäume gleich runterziehen und praktisch direkt hier dann abladen. Aber das machen wir dann alles, wenn wir hoffentlich irgendwann mal auch die entsprechenden Barmittel zur Verfügung haben. So. Aber im Moment müssen wir noch ein bisschen Handarbeit machen. Ich meine, ich finde schon diese Produktion super von, lass mich nochmal kurz überlegen, Zottelzockt, so war es glaube ich richtig. Letztens habe ich Modelzockt oder irgend sowas gesagt. Nein, Zottelzockt ist richtig. Und ganz, ganz ganz tolle Produktion, ganz toller Mod, den er da uns für uns gebastelt hat. Denn das Teil ist echt produktiv und das Teil bringt auch wirklich ein bisschen Kohle, sodass sich die ganze Sache wirklich auch rentiert. Jetzt haben wir natürlich hier oben auch jede Menge Fläche und Platz für dieses Gelände. Da können wir dann mal schauen, ob wir vielleicht früher oder später irgendwie auch noch andere Produktionen hinhauen aus dem Platinum, aus der Platinum Edition. Das wäre vielleicht auch interessant. So. Und wir sind im August, jetzt mittags. Und wenn wir früher oder später mal hier weitermachen, dann gibt es auch wieder ein bisschen Gras zu ernten. Denn das Ganze haben wir ja auch bewusst gemacht. Ihr wisst ja, es gibt ein neues DLC. So, da muss ich kurz hier umschalten. Das Hay and Forage Pack dürft ihr nicht vergessen. Da wollten wir uns ja auch dann darum kümmern und uns mal die Sachen anschauen. Die Gerätschaften, die da drin sind für Heu- und Futter, ja, Bearbeitung, Erstellung, Sammlung. Die Gerätschaften werden wir dann genau hier auf dieser Map, weil das ist ja eine schöne Alpenmap und bergig und überhaupt das volle Programm. Und da können wir natürlich dieses DLC wunderbar einsetzen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ist da oben noch ein Baumstamm? Blup. Ja, früher oder später brauchen wir vielleicht auch eine Seilwinde oder irgend sowas. Ja, da ist noch einer. Ja, also hier bieten sich viele, viele Möglichkeiten natürlich am Berg. Natürlich wäre auch eine Option, eben hinten so eine Seilwinde oder so ein Gerät, wo man hinten anhängt an den Traktor, dann eben das Ganze einfach runterzuziehen. Ach, das Ding ist noch zweimal. Oje, oje. Ja, wir müssen ein bisschen besser aufpassen, wie die Bäume fallen. Ich glaube, der ist uns berghoch gefallen. Das ist natürlich nicht ganz so geschickt. So, und mit der Poltergabel, okay, bin ich soweit eigentlich zufrieden. Die funktioniert relativ gut, aber ich muss es ja trotzdem greifen können. So, jetzt muss ich unten sein. Ja, dadurch, dass die halt zwei Zähne hat, kommt man da auf jeden Fall besser an die Baumstämme. So, später können wir uns natürlich dann auch ein größeres Fahrzeug leisten, ein Volvo oder etwas ähnliches. Dann könnten wir natürlich auch die Sachen etwas leichter aus dem Wald ziehen. Aber wie gesagt, entweder ein Vollernter, dann hätten wir wirklich alles in einem und können die Dinger runterziehen oder herziehen. Oder halt dann eben weiterhin von Hand abholzen und dann aber mit einem größeren Maschinenschild dann runterbringen zur Produktion. So, dann packen wir das Ding hier auch an. Ah, greift er nicht. So, nochmal hoch. Hoch, hoch. So, jetzt war das, oder? Jep. Oh ja, das ist ein bisschen größer und länger. Okay, kommen wir da rum? Ich glaube nicht, dass wir da rumkommen. Einmal kurz zurücksetzen. Jep. Ja, ich habe es in der letzten Folge auch schon angedeutet. Das Thema ist natürlich, oder warum habe ich mich für diese Produktion entschieden und dass wir erstmal Holz oder Hackschnitzel machen, ist natürlich das Thema, dass hier die Sachen aus dem Wald zu ziehen oder rauszuholen, das ist soweit okay. Komm, wirf hin. Boah. So, dankeschön. Das ist soweit ja okay. Aber das Zeug dann immer auf den LKW oder so zu packen, boah, das ist immer ein Gefrett. Ja, und das ist echt langwierig. So, allein auch dieses Entasten ist auch immer schon so eine Sache. Jedes Mal falle ich hier von dem Baumstamm runter. So. Aber wie gesagt, das ist die günstigste Variante erstmal überhaupt, Holzwirtschaft oder Forstwirtschaft zu beginnen. Wir haben jetzt keine großen Maschinchen gekauft. Oh, es bewegt sich. Nee, es muss grün sein. Hier. Und so können wir auf jeden Fall erstmal richtig Kohle einsammeln. So, der Zipfel da vorne machen wir auch noch weg. Gut.
So, das hier erstmal wieder weg. Ja, also wie gesagt, das Ganze funktioniert relativ gut und ich bin da auch sehr optimistisch und sehr hoffnungsvoll, dass wir damit richtig gut Kohle machen. So. Also Aufwand und Ertrag erscheinen mir hier absolut in einem entsprechenden Verhältnis zu sein, dass die Sache lukrativ ist. Und ein bisschen Arbeit müssen wir uns auf jeden Fall machen, ne? Auf jeden Fall, deswegen sind wir ja auch hier. So. Gut. Ja, wir könnten das natürlich auch aus der Innenansicht machen, aber das ist deutlich schwieriger für mich jedenfalls, weil man dann nicht immer so richtig einen Abstand hat. Wann ist man eigentlich am Baumstamm? So. Aber wir können es mal versuchen. Nee, da habe ich schon wieder vorbeigegriffen, oder? Ah ja, das war ja klar. Nee, Freunde. Dann machen wir einfach hier so weiter. Dann kommen wir auch vorwärts. So, der Profi würde natürlich immer versuchen, irgendwie 2 oder 3 Stämme auf einmal zu packen, aber bevor ich da lange rumhantiere. So, ich meine, für die große Ernte könnten wir uns natürlich auch einfach einen Vollernter mieten, das wäre auch machbar, aber dann müsste man natürlich schon zügigst abarbeiten, weil so ein Maschinchen kostet ja auch einiges die Stunde. Na. So. Okay. Dann packen wir den noch. Ups, halt. Halt. So, was wächst da für ein komisches Teil aus dem Boden? Noch irgendwelche Reste? So, dann werden wir mal hier ein bisschen fräsen. Die Stümpfe wegmachen. Die Stumpen. Sehr schön. So, dann schmeißen wir hier das Ganze an. 20.000, sehr gut. Und dann werden wir mal in der Zwischenzeit mit dem Kollegen hier, mit dem kleinen Waltra arbeiten. So, lass mich mal kurz überlegen. So, wir wechseln die Richtung. Okay. Und wo ist ein Stumpen? Wo ist er? Da müssen wir hin. Dann schmeißen wir den mal an. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir müssen den senken. Oh, der kommt gerade mit Mühe und Not da hoch. Schauen wir uns das dann doch mal von außen an. Und weg das Teil. Sehr schön. Oh ja. Ja, gut. Ich muss mal gerade mal gucken, was brauchen wir denn hier? Das Teil haben wir gekauft. 150, ja gut. Ich glaube, der Trecker hat 175 oder irgend sowas. Oder bin ich da jetzt... Ah, 145. Ja, gut, dass der hier ein bisschen... Okay. Ja, da tut sich jetzt schon schwer, hier hochzukommen. Ja, kommt mir aber ein wenig komisch vor, war mal Augenblick. So, wenn wir den ausschalten, geht es, glaube ich, besser, oder? So, dann immer erst, wenn wir dort sind. Gut. So, da haben wir noch einen. Ups, bleib stehen. Oh. So, das müsste doch jetzt gewesen sein. Das waren 4 Bäumchen. Ach nee, was ist da noch? Augenblick. Okay, halber Stumpen. Der muss weg.
So, vorwärts. Gut, dann wechseln wir wieder. Sehr schön. Gefällt mir gut bei den Valtras. Immer dieses vorwärts, rückwärts. Und dann stellen wir den jetzt erstmal dahin und dann wird jetzt ein bisschen gemalt. So, wie weit ist er? Hat er schon alles zerlegt? Oh ja, das geht flott, ne? So. Und was haben wir jetzt? 79.000. Also das, die paar Bäumchen, die wir da jetzt gefällt haben, das bringt auf jeden Fall schon mal das Geld rein für das Land. Weil ich glaube, das waren hier 50, das waren hier irgendwas auch um die 30 rum. Ansonsten die Produktion hat 25 meines Wissens gekostet. Ja, also wenn wir hier die Bäumchen hier alle noch fällen, dann haben wir hier richtig Asche. So, und das Ganze werden wir jetzt ein bisschen anmalen, damit wir dann also auch sehen, was hier Sache ist. So, da haben wir doch irgendwo Waldboden. Schwuppischwupp, Waldboden. Kostet uns auch ein bisschen Geld, aber... So, anders wird es nicht gehen, weil sonst finden wir ja die Bäume nicht mehr. So, okay. Wobei ich mal immer nur da an der Stelle, wo wir auch schon abgeholzt haben. Okay. So, dann müssen wir hier weitermachen und dann geht es hier rum und das Land gehört auch noch alles uns. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Fällen, dass uns die Bäume hier nicht runterfallen. So, okay. Ja, ich werde jetzt mal lieber erstmal mit dem hier ein bisschen aus dem Weg fahren. Jo. Ja, machen wir kurz einen Thumbnail. Zack. Sehr schön. Und dann fangen wir mal an, noch ein paar Bäumchen zu fällen. Weil da haben wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen dazugelernt, weil wir müssen definitiv hier etwas flacher, dann rutschen sie besser. So. Ja, klar, fällt uns in die Produktion, oder? Oh ja, Glück gehabt. Mhm. So, dann nehmen wir den hier. Ja, der fällt auch in die Richtung. So. Und dann machen wir mal hier weiter. Jo, das wird richtig cool Kohle bringen, wenn wir das Zeug im Januar verkaufen. Ist aber auch klar, dann brauchen die Leute ja auch was zum Heizen. So, ist der da runter? Der ist da runter. Okay, das macht's alles schön, schön einfach. So, Augenblick. Okay. Sehr gut. Ah, nee, der fällt jetzt, der fällt gar nicht. Ja, da werden wir noch ein bisschen nacharbeiten müssen. So. Der ist weg. Dann schmeißen wir den hier auch weg. Und den nächsten hier unten. Jetzt schauen wir mal, ob der in die Richtung fallen kann. Weil das, in welche Richtung die Dinger fallen, das müssen wir ein bisschen steuern. Okay, das passt. Gut. Weil das ist, glaube ich, fast besser, wenn sie in die Richtung fallen. Okay. Oh, jetzt sehe ich nichts. Na, jetzt. Und da haben wir jetzt wieder richtig Material hier rumliegen. Sehr schön. Wunderbar. Jo, und weiter geht's mit dem Entlasten.
Ja, da muss man immer ganz genau und langsam und immer dem Baumstamm hier entlang laufen und immer so ein bisschen seitlich. Na. Vor allem muss man aufpassen, dass man nicht vom Baum runterfällt. Das ist ein gefährlicher Job. Sehr gut, das hat schon mal wieder geklappt. Jetzt mal runter. Ja, da werden wir den hier mal ein bisschen kürzen. Ups. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, welcher Baum hier zu was gehört. Ich glaube, der müssen wir nämlich hier weiterlaufen. Nee. Okay. So, ja, da müssen wir, wie gesagt, Forstarbeit von der Pike auf. Dann können wir den hier mal kürzen. Ja, weil ich glaube, die Länge hier spielt keine Rolle. Es gibt ja diese berühmte 8 Meter Länge, glaube ich, das oder 8 oder 9 Meter, die ideal ist. Aber ich glaube, das dürfte hier an der Stelle keine Rolle spielen, wenn wir das Ganze sowieso zu Hackschnitzel verarbeiten. Ah, da geht es in die Richtung. So. Ah ja, da ist auch einer überglappend. Okay. Ups. Und dann hier hoch. Na? So. Ach, der Oje liegt natürlich auf dem Zaun. Ist klar. Oh. Drahtseilakt. Okay. Okay. Ah ja, den müssen wir noch entlasten. Und hier müssen wir auch noch ein bisschen, damit wir hier Übersicht bekommen. Sehr gut. So, ich werde jetzt hier in der Zwischenzeit noch ein bisschen weitermachen. Ich werde hier noch ein bisschen Platz schaffen und in der nächsten Folge, da werden wir dann mal schon mal anfangen hier mit Setzen von neuen Bäumchen, Setzlingen uns einkaufen und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze hinkriegen. Ich bin mal gespannt, ob man dann auch irgendwas zu sehen bekommt, wie lang das dauern wird, bis die Bäumchen auch, reif sind zum Verarbeiten, zum Fällen. Okay, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich werde, wie gesagt, hier noch ein bisschen weiter holzen. Und falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich doch über einen Kommentar oder ein Däumchen freuen. Und ein Abo wäre natürlich auch ganz herzallerliebst, um den Kanal ein bisschen zu supporten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch, wie immer an dieser Stelle, ja... Und sage wie euch wie immer an dieser Stelle. Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.